sind wir drauf. Jawohl, läuft, immer frei, sind wir drauf. Ja, wohl, servus und habe die Ehre. Und schauen wir uns einmal den Knoblauch an. Ja, Knoblauch. Haben wir Knoblauchzehen uns besorgt. Und dann haben wir den mindestens da 5 bis 6 Wochen so in dieses mit Wasser getränkte Zehbar, also reingelegt, dann werden die da Wurzeln schlagen. Also das heißt, da bilden sich da so Wurzeln aus, wie man da sieht. Und so kommt der jetzt in die Erden rein. Den pflanze ich jetzt einmal. Und dann schauen wir mal, was von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Von denen 14 Knoblauchzehen, Knollen, wie auch immer man es nennt. Von denen 40 aufgeht. Genau, und da ist so, packen wir es einmal an. Jawohl. Da haben wir aber so einen Stecher für das Licht machen. Und da, oder? Das muss man dazu sagen, beim Knoblauch, der ist auch gut gehört wie im Mais. Darum verteilen wir den alleweil in verschiedene Felder herinnen. Und da setze ich jetzt einmal zu den Rana, habe ich ja schon gefragt, Rana, bayerisch, deutsche Übersetzung, Runkelrübe. Manche kennen es auch mit Rote Beete. Die Frage ist, was ist jetzt richtig, ne? Genau, bei dem Feld, aha, okay, der Rana ging ja schon auf, sieht man, einmal frei. Da oder, pflanzen wir jetzt das ganze Gespül mal ein bisschen rein. Mal verdollen, so wie man das Ding, so, hat man da ein Loch. Gehen wir mal ein Häusl weiter. Ja, wir haben jetzt da 14 Stück, jetzt haben wir 3 bei den Rana gepflanzt. Gehen wir da noch beim Kohl was rein, würde ich sagen. Gehen wir sauber gerne rein, wie man ist. Und da hier gehen wir noch ein bisschen in die Reihe rein, da. Petersilie,
genau. Oh, meine sind dann schon da. Zack, rein ins Loch. Drüber. Kaut. Erdreich. Und weiter geht's. Jetzt haben wir noch 1, 2, 5, 6, 7, 8 und die verteilen wir jetzt da rein. Gleiches Spiel. Ich hab schon da Ast drin, so schaut das aus dann. Die treiben dann relativ hoch aus. Eigentlich so wie es jetzt da aus an, mit den Wurzeln, ist eigentlich schon fast viel zu spät. Sollte man viel früher aussetzen. Aber nein, lieber zu spät als nie, würde ich sagen. Oder? Jawohl, da haben wir jetzt noch einen, beziehungsweise zwei, die nehmen wir mal willkürlich da rein. Flupp, rein ins Loch, zu machen. Nehmen wir den da noch her. Zack. Naja, man sollte natürlich schon schauen, dass die Wurzel nach unten ist. So, und die, wo ich jetzt da noch drinnen schon, die haben nicht gekämmt. Die haue ich alle bei einfach auch nochmal rein, weil
schon tut es nicht. Genau, so geht es. Also wichtig, vortreiben lassen, in so einer Talerne mit einem Zebo vortreiben lassen, bis das einigermaßen gescheite Wurzeln haben. Einfach rein, es ist ganz feucht, immer feucht halten, ganz wichtig, sonst trocknet er aus. Wenn er einmal austrocknet ist, ist er kaputt. Also dann ist wurscht, wie groß die Wurzeln sind. Einmal, wenn er austrocknet ist, ist es vorbei. Genau, dann wenn er einigermaßen die Wurzeln groß hat, wie gesagt, jetzt will ich jetzt auspflanzen, mit so einem Ding reinstechen, Loch machen, ins Loch rein, die Wurzel nach unten, ein bisschen zu, und dann heim wird bei uns eh alles gegossen. Dann wird das gleich mit eingossen. Jawohl. Wenn euch meine Videos gefallen, gerne den Kanal abonnieren, bewertet die Videos positiv. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal aus dem Grom Valley. Jawohl, habe die Ehre.